Hallo liebe Freunde und Fans von Bad Kreuznach-Lach zu einer neuen Ausgabe von 4 Antworten, ein Witz. Heute mit Guido Kanz. Guido, dein Auftritt bei Bad Kreuznach-Lach war 2015, schon ein paar Jahre her. Welche Erinnerungen sind dir besonders im Gedächtnis geblieben? Sehr gut gelaunte Menschen, eine volle Halle, viel Spaß und ich glaube, ich durfte eine Flasche Wein mit nach Hause nehmen und die habe ich dann irgendwann zu Hause probiert und die war sehr lecker. Welchen Beruf würdest du heute ausüben, wenn du nicht in der Öffentlichkeit wärst? Oh, das ist schwierig. Ich bin staatlich geprüfter kaufmännischer Medienassistent. Ob ich jemals eine Fernsehproduktion kalkuliert hätte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der liebe Gott wollte, dass ich auf die Bühne gehe. Von daher bin ich ganz zufrieden. Seit einigen Jahren moderierst du jetzt schon Verstehen Sie Spaß. Gibt es irgendetwas, wobei du überhaupt keinen Spaß verstehst? Ja, beim Fußball war ich früher sehr ehrgeizig, also das geht mittlerweile. Ja, Ungerechtigkeit kann ich nicht abhaben, mag ich überhaupt nicht, mag, dass Leute vernünftig behandelt werden. Und auch wenn man sich so Ereignisse in Chemnitz gerade anguckt, da kann ich leider keinen Spaß erkennen, auch nicht verstehen. Ja, wir müssen was tun, Respekt ist wichtig und da kann ich mit auf der Bühne mich drüber äußern, aber das hat nichts mit Spaß zu tun. Letzte Frage, gibt es etwas, das du in deinem Leben unbedingt nochmal machen möchtest, so einen Lebenstraum oder so, den du dir erfüllen möchtest? Oh, da gibt es sehr viele. Ich möchte gerne in Kanada Skifahren. Das ist ein ganz großer Lebenstraum von mir. Ich muss mich langsam beeilen, weil meine Knie nicht mehr so ganz mitmachen, aber das werde ich mir auf jeden Fall noch erfüllen. Guido Kanz, 4 Antworten, ein Witz und jetzt natürlich noch der aktuelle Lieblingswitz von Guido Kanz. Der aktuelle weiß ich gar nicht, aber unterhalten sich zwei Landwirte. Der eine sagt, ich bin gestern mit meinem Traktor in eine Radarfalle gefahren. Sagt der andere, und hat es geblitzt? Sagt er, nein, gescheppert. Dankeschön fürs Interview. Danke. Und wir danken an dieser Stelle natürlich auch Dein Design aus Bad Kreuznach für ihre Unterstützung, die diese Videos erstmal möglich machen.